Von Recklinghausen geht's direkt nach Bochum. Stippvisite bei einem Laden mit außergewöhnlichem Service. Brutales Schärfe-Wettessen, das ist der Laden mit der schärfsten Currywurst. Dein Name ist Schärfe. Das ist der Inhaber hier, soviel ich weiß. Und da kommt er auch schon. Den Löschwagen hat er nicht ohne Grund. Der Schärfe-Papst aus Bochum. Ihm ist aber auch nichts zu scharf. Moin, moin. Moin. Morgen. Thomas Tester. Jo. Henny Prinz. Bin der Gerd. Hallihallo. Markus. Grüß dich. Moin. Wenn ihr schon so früh da seid, dann könnt ihr auch gleich mal mit anpacken, ein bisschen ausladen. Ja, alles klar. Ja, selbstverständlich. Das ist schon was Gutes. Ja. Die soll ja der Grönemeyer auch gesungen haben. Das ist die, ne? Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit so Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Und das ist die Hexenküche hier sozusagen, das Schärfelabor. Genau. Es hat eigentlich damit angefangen, dass es immer mal wieder Kunden gab, die sagten, hör mal, mach doch einfach mal eine scharfe Currywurst. Was macht man? Man schneidet eine Wurst klein, man macht eine Soße drauf und streut Paprika drüber. Mhm. Und hinterher fragen die Jungs, hör mal, wo war denn das scharf? Ne? Für diesen dummen Spruch habe ich mir dann gedacht, hör mal, ich zeig denen mal, wie scharf geht. Das heißt, hier haben wir eine geheime Würzmischung mit auch einem bisschen extrem flüssigen Material, das in der Form hier 600.000 Scoville hat. Für den Laien 600.000 Scoville sagt ihm vielleicht nichts. Das heißt, ein Tropfen einer Substanz mit der entsprechenden Zahl Tropfen Wasser verdünnt, dann ist diese Lösung neutral. Dann ist das wohl ein bisschen schärfer. Eine weitere Spezialität des Hauses, selbstgemachte Frikadellen. Das Rezept wie beim Muttern. So, wer von euch beiden möchte denn jetzt mal diesen Teig richtig schön durchmengen? Machen wir zu zweit, oder? Mit, auch. Mit vier Händen. Helfen ist schön und gut, doch die Hände sind ungeübt. Gerd Herzog kommt in Verzug. So Leute, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, die Kundschaft kommt. Ja, also ich sag mal, in den nächsten 10 Minuten sind unsere Frikadellen auch fertig. Das möchte ich sehen. Frisches Fett ist das Aushängeschild einer guten Pommesbude. Auch Gerd Herzog legt Wert auf ständige Ölwechsel. So Jungs, was ist jetzt los hier? Wir haben Hunger. Habt Hunger? Ja, der Magen knurrt. Da werde ich euch jetzt erstmal eine leckere Currywurst mit Pommes machen, ja? Zur Mittagszeit brummt der Laden. Gerd Herzog kann scharf, aber auch anders. Auf besonderen Wunsch serviert er Pommes mit Schokosoße. Für so viel Kreativität gibt's extra Punkte von unseren Testern. Der nächsten Wurst heizt Gerd Herzog tüchtig ein. Noch ahnen die Tester nicht, was ihnen blüht. Beste Pommes im Ruhrgebiet gesucht, so heißt ihre Mission. Und hier das nächste Urteil. Eieiei, das ist aber nicht Stufe 7, oder? Das ist schon ein bisschen was Aufgepepptes, weil ich denke, er ist scharf. Wenn es zu scharf ist, fange ich immer mit dem Schluck auf an. Ja, das ist so eine Reaktion des Körpers, des Gleichgewichts, das bei verschiedenen Leuten durch das scharfe Essen entsteht. Kann durchaus passieren. Nächste Stufe ist halt ein bisschen Augentränen, ein bisschen warm werden in dem ganzen Körper. Warm werden? Ne? Mir wird jetzt schon warm. Ja. Die Pommes sind klasse, die sind richtig schön von der Farbe. Goldgelb, die sind knackig, knusprig, schmecken auch gut, auch intensiv nach Kartoffeln, das ist wichtig. Die kriegen eine 1 von mir. Und die Wurst, die schmeckt richtig toll, auch die Soße dazu. Und dann ist es insgesamt ein sehr stimmiges, tolles Gericht. Da euch ja diese Wurst absolut zu scharf war, haben wir hier nochmal für euch extra die Currywurst von Dönninghaus mit der Mädchensoße. Also die wird euch sicherlich richtig gut schmecken. Mein zweiter Platz, die Currywurst. Wunderbarer Laden. Scharfe Currywurst. Mir war sie ein bisschen zu scharf. Lecker Pommes, tolles Team. Mein zweiter Platz, die Currywurst. 4 goldene Pommes.